Okay, also wir haben mit dem Sonoro CD2 wirklich ein hervorragendes Musiksystem fürs Schlafzimmer entwickelt. Und zwar ganz bewusst auf die Bedürfnisse der Menschen in einem Schlafzimmer ausgerichtet. Das fängt an mit automatisch stimmbarem Display. Das geht über einen nach oben wegstrahlenden Lautsprecher, der sich 360 Grad mäßig im Raum verteilt, mich somit nicht stört, wenn ich im Bett liege oder durch den Raum mich bewege. Ich nehme überall die gleiche hohe Klangqualität wahr. Wir haben aber gleichzeitig, als wir über das Thema Raum, Schlafzimmer nachgedacht haben und das perfekte Musiksystem für ein Schlafzimmer nachgedacht haben, sehr schnell sind wir auf den Trichter gekommen. Es gibt alleine in Deutschland 23 oder über 23 Millionen Menschen sogar, die leiden an Schlafstörungen. Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, nächtliches Wachwerden und dergleichen. Und diesen Menschen wollten wir begegnen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben eine Relax-Taste integriert. Und mit dieser Relax-Taste spielen wir verschiedene Meditations- und Relax-Inhalte, die direkt im System vorprogrammiert sind, aus. Das heißt, ob das eine klassische Kurzentspannung ist, die so 3, 4, 5 Minuten dauert, über eine Meditation, über eine klassische Meditation, die dann wieder mehrere Minuten dauert, über progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobsen, bis hin zur Fantasiereise, Traumreise, die mich nach einem stressigen Tag in den Schlaf begleiten sollen. So versuchen wir wirklich für jeden Anwender da auch das entsprechend Richtige zu finden. Und als wir über dieses Thema Meditation und Relax-Inhalte nachgedacht haben, sind wir auch ganz schnell eigentlich bei dem Thema Lichtsteuerung gewesen. Weil das Musiksystem soll sich ja eigentlich, wenn ich so eine Traumreise starte, weil ich einen gestressten Tag gehabt habe, jetzt mich in den Schlaf begleiten soll, dann will ich auch im Kopf nicht mehr diesen Prozess haben, oh, ich muss noch dran denken, das Licht auszumachen, sondern da soll sich das Musiksystem drum kümmern. Das heißt also, während auf der einen Seite die Meditationen laufen oder die Fantasiereise mich in den Schlaf begleitet, dimmt sich automatisch auch das Licht runter. Das gleiche morgens früh, gleiche Situation. Ich lasse mich gerne morgens früh um 7 Uhr mit natürlichem Vogelgezwitscher wecken. Vogelgezwitscher, Naturklänge sind von vornherein auch hier im Gerät vorinstalliert. Das ist ja gerade Vogelgezwitscher zu dunklen Jahreszeiten morgens früh wirklich wunderschön, sich mit Naturklängen wecken zu lassen. Da das Gleiche. Ich sage, um 7 Uhr soll der Wecker klingeln, aber um 6.30 Uhr soll eine Sonnenaufgangssimulation starten, die ja sogar wissenschaftlich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bewiesen ist, weil der Körper morgens früh anfängt, das Schlafhormon Cortisol Melatonin zu unterdrücken und Cortisol als Stresshormon auszuschütten. Also ich bin morgens früh viel ausgeschlafener, viel fitter, wenn ich das mit natürlicher Lichtsimulation mache. Genau. Ähnlich verhält sich das, wenn ich mitten in der Nacht an nächtlichem Wachwerden leide. Ich muss nicht mehr irgendwo meinen Stecker suchen, dabei das Glas Wasser umschütten und meine Brille mir vom Tisch hauen, um das Licht anzumachen, das mich ja gleichzeitig, wenn es hell ist, wieder aus dem Schlaf rausreißt. Sondern wir haben hier eine kleine Lichttaste installiert. Die brauche ich nur noch drücken und in dem Augenblick dimmt sich dann die Birne auf den Vorhang. Eingestelltes augenverträgliches Maß. Ich kann aufstehen, aufs CC gehen, ich komme wieder zurück, lege ich mich hin, drücke nur noch auf die Dimmer-Taste und das geht wieder aus. Und das ist sensationell. Wir freuen uns da echt riesig drüber, damit eine Errungenschaft auf den Markt gebracht zu haben, die es so weltweit nicht ein zweites Mal gibt. Ja. Prima, dann sage ich vielen Dank. Das ist gern geschehen. Ich danke Ihnen. Danke. Ja.